Zuletzt bei Lego Star Wars die Skywalker Saga. Der Widerstand war in der Lage, vor der Ersten Ordnung zu flüchten, war aber in einer alten Rebellenbasis eingekeilt. Mit der Hilfe von Luke Skywalkers Geist und Reys neuen Fähigkeiten waren aber letzte Überlebende des Widerstands in der Lage zu flüchten und damit konnten wir Episode 8, die letzten Jedi, abschließen. Jetzt müssen wir erstmal wieder den ein oder anderen Planeten von Kübersteinen reinigen, bevor wir uns in die letzte Story-Episode, Episode 9, stürzen. Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und wir müssen jetzt heute noch das letzte Level aus Episode 8 zu 100% komplettieren, damit wir die gesamte Episode 8 jetzt auch zu 100% gespielt haben. Und es gibt hier einiges zu tun. Nochmal für euch zur Erinnerung, was sind unsere Aufträge oder Missionen, die wir erledigen müssen? Wir müssen einmal boxdicht durch die Kristallhöhle machen. Keinen Schimmer, was damit gemeint ist. Und beim Protokollterminal eine Abkürzung entdecken. Schauen wir mal nach, was da abgeht. So, welchen Weg sind wir beim letzten Mal gegangen? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich werde mal gucken, ob wir uns vielleicht immer so beide Wege offen halten. Und wir brauchen ja auch noch 5 Minikits. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, hier waren wir beim letzten Mal. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. So, und jetzt ist nur die Frage, was genau müssen wir jetzt hier tun? Aber, Freunde, das ist das Protokollterminal. Eventuell entdecken wir jetzt hier schon etwas, was wir brauchen. So, damit können wir jetzt den Kollegen steuern. Kapiert. Und der kann sich hier das Passwort holen. Sehr interessant. Die Frage ist, ob das dann auch in unseren Speicher geladen wird, dass jeder das verwenden kann. Türenwartungstunnel Crate oder Kreid. Schauen wir mal nach. Und eventuell, hier brauche ich Kopfgeldjäger. Genau, kann ich das Passwort dann direkt hier eintippen. Zack, wo ist es? Türenwartungstunnel Kreid, da genau. Rein damit mit dem Passwort. Angenommen und eventuell, ja, da ist es auch schon, Freunde. Das ist die Abkürzung, die wir finden müssen, ne? Richtig, richtig gut. So, und wo genau bin ich jetzt? Das geht jetzt hier in der Mitte auf, verstanden, ne? Sehr, 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 sehr schön. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch irgendwie da unten... ich bin jetzt, glaube ich, schon in dieser Abkürzung. Nee. Die nehmen wir aber auf gar keinen Fall. Wir müssen noch irgendwie da drüben diese Tür aufbekommen. Und ich weiß noch nicht genau, wie sich das Spiel das vorstellt. Aber ich bin mir sicher, dass wir es bei Gelegenheit noch rausfinden. So. Dann aktivieren wir mal kurz dieses Terminal. By the way, wundert euch nicht, dass wir oben in der Ecke immer noch diesen Fight zwischen Kylo und Luke haben. Das Schöne ist, man muss nicht erst diesen komplett weirden Fight machen, damit man hier irgendwie weiterkommt. Sondern man kann eben direkt hier zu den Kollegen rüber switchen. Das ist recht angenehm und dadurch sich direkt auf die Suche nach den 100% machen. Ohne dass man da erst 38 Mal Kylo Rens Angriffen ausweichen muss, weil es ist ja nicht mein richtiger Kampf. Das kommt ja auch noch dazu. Aber wie zur Hölle komme ich denn da vorne durch, oder hier durch diese Felsen? Das ist doch zum Weinen. Ich verstehe es einfach noch nicht. Weil wenn ich das jetzt aktiviere, dann springen wir das hier in die Luft. Bringt uns aber nichts. So, kann ich dich kaputt schießen? Ja, aber auch davon haben wir nichts. Ich spreng einfach mal. Keinen Schimmer, ob das was bringt. Ja, dann kommen wir hier durch. Aber wir haben mal noch nichts davon. Aber vielleicht hilft uns ja diese geöffnete Abkürzung noch. Eventuell können wir hiermit irgendwas reißen. Ja, weil hier ist jetzt zumindest schon mal das erste Minikit, was wir uns abholen können. So, wenn ich jetzt noch hier hochlaufe, kann ich hier irgendwas machen? Hier war der Spawnpunkt des Druiden. Nein, sieht alles nicht danach aus. Da, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, ja, dann sind wir nur wieder in diesem Vorraum. Das bringt mir nicht viel. What the fuck? Okay, dann gehen wir jetzt mal hier am Anfang den anderen Weg. Vielleicht finde ich da ja irgendeine Maschine oder irgendwas, mit der ich dann vielleicht da drüben was aufbohren kann. Vielleicht kann man sich hier einen Bagger bauen oder einen fahrbaren Bohrer. Oder ich habe keine Ahnung. Ja, weil hier ist nämlich auch sowas in die Richtung. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier vielleicht etwas schlauer aus allem werden. So, hier kann ich jetzt zumindest schon mal was bauen. Und ich kann mir auch aussuchen, was ich baue. Boxhandschuhbohrer, Gesteinsbohrer.
Warte mal, wenn ich mir hier diesen Gesteinsbohrer baue, kann ich den fahren, steuern, was auch immer? Ja, kann ich. Und ich kann den dann hier ransetzen. Okay. Und kann ich das Ding dann steuern? Ja, ich glaube schon. Oh, what? Aber warte mal, da kann ich die ganzen Regale leerräumen. Dann kann ich jetzt auch quasi einen Gonk-Druiden rauslassen. Alles klar. So, und kann ich mit dir irgendwas machen? Ja, ich kann mich da draufsetzen und damit diese Maschine starten. Imagine, ich kann die jetzt selber fahren. Das wäre so stark, das würde unser Problem direkt lösen. Und ich glaube, wir können sie selber steuern. Können wir sie selber steuern? Ja, ich glaube schon. Oh, aber ich kann nur geradeaus fahren. Scheiße. Ich kann es nicht selber steuern. Oh, ist das ärgerlich. Und scheiße. Das wäre die zweite Aufgabe gewesen, mit Box sich durch die Kristallhöhlen. Wir hätten uns den Boxhandschuhroboter bauen müssen. Das wäre das mit Boxen gewesen. Exakt das. Scheiße. No. Okay, aber dann wissen wir immerhin, was wir zu tun haben, Freunde. Dann wissen wir immerhin, was wir hier zu tun haben, um die letzte Mission zu schaffen. Dann ist unsere einzige Aufgabe jetzt nur noch die Minikits zu finden, ne? Und das schaffen wir auch irgendwie. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie wir das Ganze, ja, technisch lösen sollen. Aber vielleicht fährt dieser Bohrer ja noch weiter irgendwo hin. Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich glaube, er bleibt jetzt stehen. Ja. Das war die Bohrer-Action. Shit. Okay. Aber hey, die Mission schaffen ist immer das Wichtige, weil die sind eher ein bisschen verwirrender. Hier können wir ganz entspannt uns jetzt erstmal das nächste Minikit mitnehmen. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch schon fast durch. Aber nee, ich will hier eigentlich noch gar nicht durch sein. Was zur Hölle? Wie viele unterschiedliche Wege gibt es hier? Echt verrückter Shit. Aha, und schaut mal. In dem Gang, den wir gebohrt haben, da können wir sozusagen abbiegen. Und da können wir jetzt hier irgendwas anmachen. Ich weiß nicht, ist das eine Batterie, die wir hier hatten oder so? Ich bin mir gar nicht sicher, was das für eine Gerätschaft ist. Aber ich vermute, dass da am Ende des Tages hoffentlich ein Minikit bei rumkommt. So, wir haben das uns jetzt das da reingelassen. Dann fahren wir das wieder in die dafür vorgesehene Halterung. Und was ist denn das? Ist das Essen? Ah ja, schaut mal, da kommen die Wölfe und das ist wahrscheinlich eine Art Futtertroge oder Futtertrog für die. Und was zur Hölle, die haben mir das einfach im Minikit hinterlassen. So, das hatten die, das sind die neuen Minikit-Dogs. Ich sag einfach danke. So, und hier vorne ist dann noch das letzte Minikit, was wir hoffentlich noch erreichen können. Hier kommt jetzt wieder kurz die Zwischensequenz, dass wir hier nicht rauskommen. Obwohl, nee, ging jetzt nicht die Türen sogar auf? Oder ich bin mir gar nicht mehr sicher. So, ah, genau. Hier mussten wir per Macht dieses Bild bauen. Wir müssen jetzt nur schauen, was hier für ein Bild gebaut wird. Aber das sind, glaube ich, irgendwelche Rebellen mit den Dogs zusammen. Das ist unter meiner Würde. Ja, das ist definitiv unter deiner Würde, Meister. Deswegen werden wir jetzt hier kurz diese Leiter bauen, die, wo es mir nicht erklärt, warum das davor keine Leiter ist. Aber das hatten wir im Story-Playthrough schon, dass das eine skurrile Art und Weise war, eine Leiter zu machen. Okay, dann stellen wir den Kollegen dahin. Ja, das passt. Aber wir müssen jetzt auch noch die letzten beiden Puzzleteile finden. Entweder liegen die da unten noch, oder die sind hier oben. Weil wenn ich die hochhebe... Ah, schade. Die werden ja auch häufig auf der Karte angezeigt, wenn man die hochhebt. Ha, vielleicht hier drin? Ist da eins? Nee, aber hier drin ist eins. Da sehe ich was leuchten. Nee, sind sogar beide. Jawollo. Okay. Das ist sau stark, weil dann haben wir jetzt erstmal alle Collectibles. Und dann starte ich das neu, das Level. Dann baue ich diesen Boxhandschuhroboter. Und vielleicht kann man ja mit dem Boxhandschuhroboter rumfahren. Und dann an das nächste Minikit kommen. Wir werden es gleich herausfinden. So, Freunde, wenn wir jetzt hier den Boxhandschuhbohrer bauen. Nee, das ist leider auch nur so ein Bohraufsatz. Dann schaffen wir zwar die Mission, aber wie zur Hölle kommen wir an dieses Minikit? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ich habe den schon unter Strom gesetzt. Oh, das ist zum Heulen, Mann. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich habe wirklich legit einfach keine Ahnung, was ich tun muss. So, aber wenn wir jetzt hier boxen, ne? Ja, dann kommen wir hier durch. Sehr schön. Und ich muss mich da wahrscheinlich einmal diese komplette Höhle durchqueren. Nein! Wir haben die Mission jetzt schon geschafft. Okay, jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich jetzt vielleicht einfach schon aussteigen soll. Kann ich überhaupt aussteigen? Nee, kann ich nicht mal. Okay, ich gehe weiter auf die Suche, wie wir in diese gottverdammte Höhle reinkommen. Oh, lol! Man kommt hier einfach per Macht rein. Oh mein Gott, ist das lächerlich. Oh mein Gott, ist das lächerlich. Okay, ich freue mich einfach darüber, dass wir es geschafft haben und wir werden nicht weiter darüber reden, dass es mich 8 Jahre gebraucht hat, um das herauszufinden. Alles klar. So, wir haben jetzt schon 200 Minikits gefunden. Wir haben 120 Herausforderungen geschafft. Wir machen, as always, Freunde, ihr kennt das Prozedere, sehr, sehr, sehr guten Progress. Aber jetzt machen wir hier erstmal Feierabend. Und jetzt würde ich auch vorschlagen, komplettieren wir mal einfach die ein oder anderen Planeten. Denn auf vielen Planeten, auf denen wir bisher schon waren, haben wir ja bisher nicht alle Missionen machen können. Weil uns hier einfach gewisser Progress in der Story gefehlt hat und man gewisse Planeten gebraucht hat, um weiterzukommen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass auf einigen Planeten die 100% mittlerweile schon möglich sind, weil ich mich da mal ein bisschen umgeschaut habe. Und Kamino ist der erste Planet, der hier dazu zählt. Ich sehe sogar im Weltraum was, aber ich fliege jetzt erstmal in die Stadt runter, denn mir fehlt im Weltraum, sowie auf dem Planeten selber, noch jeweils ein Charakter. Und auf dem Planeten kriegen wir den auf jeden Fall schon. Die Mission haben wir freigeschaltet. Oh! Was haben wir denn für einen coolen Flieger? Damn. I like this stuff. So, welcher Kaminoaner braucht jetzt noch unsere Hilfe? Oh, wir sind Dingen, die... Scheiße, ich habe ihren Namen vergessen. Ah, hier, Cara Dune, genau. Ich glaube, aus The Mandalorian dürfte sie kommen. So, und wo ist die Mission? Da. Ja, wunderbar. Dann markieren wir uns das gleich mal. Aber ich glaube, wir müssen dafür einfach nur den Gang hier entlang rennen. Yes, so sieht's aus. Und dann hätten wir Kamino schon mal zu 100% abgeschlossen. Und ich hoffe einfach, dass wir im Weltraum vielleicht dann auch schon die Mission direkt haben. Und dann ist dieser Planet einfach schon mal wieder komplett durch. Hi! Ich bin nicht mehr sicher. Die Forschung an einem neuen Typ von Volamanda-Klonsoldaten ist schiefgegangen. Oh! Die Objekte haben sich losgerissen. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Volamanda-Klonsoldaten herkommen. Die Art von Klonen gilt als äußerst gefährlich. Weshalb natürlich ich mich jetzt um die Sache kümmern darf. Wenn ihr auf Zack seid, würde ich zusätzliche Hilfe nicht ablehnen. Okay. Also gut, ich gehe voran. Folgt mir und seid auf der Hut. Kann ich mir gar nicht erklären, Freunde, wo das herkommt. Wir haben, glaube ich, von Yavin 4 haben wir, glaube ich, einen Volamanda gefangen, um sozusagen die DNA zu besorgen, dass es hier für uns weitergeht. Oh, shit. Da sind sie schon. Yo, und was haben die? Haben die den Kopf von dem Volamanda? Oh mein Gott, wie cursed das einfach aussieht. So. Lol, wo kommt denn Kia die Mundi auf einmal her? Aber hey, ich will mich nicht beklagen, dass er da ist. Er hilft uns definitiv. So, und hier vorne randalieren die Volamanda-Soldaten schon wieder. So, feuerfrei. Es ist unfassbar, wie stark Kopfgeldjäger mittlerweile geworden sind. Ich habe das Gefühl, die Blaster macht noch mehr Schaden als sonst. Haben wir durch irgendwas unseren Blaster-Schaden erhöht, wovon ich nichts weiß? Ah, es ist wirklich insane. Und stimmt, als Kopfgeldjäger sehen wir jetzt auch schon Gegner durch Wände. Stimmt, den Skill haben wir auch. Ich wollte mich gerade sagen, seit wann sehen wir denn hier diese roten Silhouetten? Aber das ist ja auch unser neuer Skill, den wir freigeschaltet haben. Und wow, die haben sogar Flammenwerfer. God damn it. Woher? Habt ihr irgendwie die Waffenkammer geplündert oder sowas? Oh boy, ich bin hier übel stuck. Aber kein Stress. Eine Salve tot. Das ist so krass. Yeah! Das war's! Wir haben einen guten Job erledigt. Das war wohl der letzte. Diese Einrichtung ist gesichert. Zumindest bis zum nächsten unverantwortlichen Experiment. Hoffentlich benutzen Sie nächstes Mal was Kleineres. Wie ein Wusler oder Pork. Auch stellt euch nur vor, wie... Wie süß Sie wären! Vielen Dank für eure Hilfe in dieser gefährlichen Angelegenheit. Gerne, Barisophie. Sehr gerne. Und da ist ja die Trophäe, Freunde. Rishi-Labyrinth. Für das Abschließen von Kamino. Wie cool. So, aber wir reisen jetzt auf jeden Fall noch in den Weltraum, um zu schauen, ob wir dort eventuell auch schon die zweite Charaktermission freigeschaltet haben. Weil dann können wir unter dieses komplette Planetensystem einen Haken setzen. Und das ist immer sehr, sehr, sehr schick.
Was ist das? Wir sind wieder in der Raumschlacht gelandet. Aber hey, das kann tatsächlich nicht schaden. Denn es wurden ja auch neue Großkampfschiffe ins Spiel eingefügt. Ja, und da vorne ist die Charaktermission. Yes! Wir können das machen. Und um diese Großkampfschiffe sozusagen herbeizurufen, sage ich mal, muss man ja eine diverse Anzahl Raumschlachten gewinnen, ne? Die Separatisten haben gewonnen! Woo! Sehr schön. Aber wo ist jetzt die Charaktermission? Moment. Da. Ey, der Flieger, den wir haben, der ist ja mal richtig stark. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ich bin da, gerade in Fliegernamen bin ich echt nicht gut. Oh, aber schaut mal, das ist, glaube ich, ein Schneetruppler der ersten Ordnung, den wir da als Charakter bekommen. Sehe ich das richtig? Gehört jetzt zum Widerstand. Ich wollte diese Vorräte nach Kreid bringen, aber unter Druck fliegen ist nicht meine Stärke. Es könnte unterwegs turbulent zugehen. Kopfgeldiger, oh Gott. Ja, Freunde, ich cutte euch. Es ist mal wieder eine dieser ultra langweiligen Escort-Missionen, wo man drei Überfälle abwehren muss. Einfach nur ultra lame. Alles klar, Freunde. Ware erfolgreich transportiert. Und damit hätten wir auch das geschafft. Und ich werde jetzt hier nochmal das ein oder andere Raumscharmützel machen. Um zu schauen, ob mir das irgendwas bringt. Oh, aber hier gibt es direkt eine neue Charaktermission. Dann nehmen wir die doch gleich an. Bringt mir alle, die ihr finden könnt. Ach, hier ist noch eine andere Mission. Wir müssen irgendwelche Minox hier finden. Boah, ich bin so verwirrt. Ich mache noch mal ein paar Raumschlachten, um vielleicht noch mein Großkampfschiff zu beschwören. Und dann bei Gelegenheit schauen wir einfach mal, was hier abgeht. Ich melde mich, sobald ich irgendwas Interessantes für euch gefunden habe, Guys. So, Freunde, wir sind auf Kreid. Nee, auf Katar. Nein, Dakar. Katar ist was anderes. Auf Dakar gelandet, wo es hier diese Viecher gibt, die der Dude haben will. Ich weiß leider noch nicht genau, wo hier diese Viecher schimmeln. Ah, da! Schaut mal, da ist eins aufgetaucht. Hi. Ich würde dich gerne fangen und irgend so einem Typen übergeben, der mir deine Charaktermarke gibt. Bist du da dabei? Okay, der Kollege ist abgestürzt. Und dann können wir... Ah ja, eben jetzt wieder eine Abholung buchen. Sehr schön. Und ich würde sagen, während wir hier in der Basis des Widerstands ein bisschen rumgammeln und dem Kollegen hier das ein oder andere Vieh einsammeln, können wir uns ja auch darum kümmern, dass wir in derselben Zeit noch sozusagen hier für den... Wow! In die Röhre schauen. Ich habe keine Ahnung, womit ich das verdient habe, aber hey. Ah, lol! Da oben war ein Ziel, auf was ich geschossen habe. Alles klar. Können wir hier in der Widerstandsbasis, glaube ich, sogar noch alle Missionen schaffen. Denn es gibt hier nur insgesamt 19... Es gibt hier nur insgesamt 19... Kübersteine. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich bin gerade etwas verwirrt gewesen. Okay. Zack und... Zack. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir das zeitnah noch hinbekommen. Das ist hier so eine Art Militärcamp, was wir jetzt hier machen müssen, oder? Okay, das ist irgendwie ein bisschen cool. Aber ich bin guter Dinge, dass wir den Scheiß schaffen. Zack. Sehr gut. Ich mache hier immer diese Sondersprünge, weil ich glaube, damit ist man schneller, als wenn man hier sozusagen diesen Spezialdingern, also auf diesen Planken und so rumläuft. Da hat man nämlich immer einen deutlich niedrigeren Laufspeed. Und die hat einen richtig geilen Doppelsprung. Ich feiere das. So, und damit haben wir doch auch den Parcours schon geschafft. Und als Belohnung gibt es dafür auch noch einen Kyberstein von uns. Und da hinten ist auch noch eine goldene Kiste. Da freut sich natürlich unser Kopfgeldjäger-Charakter. Und zack, ist hier auch instant der nächste Kyberstein. Ja, ich glaube, das wird eine sehr entspannte Sammelmission. Ich denke, dass wir sehr schnell ziemlich erfolgreich sein werden. Und du siehst aus wie Luke Skywalker, bloß in weiblich. Vielleicht ist es ja Lucina Skywalker oder so. Nobody knows. Wusstet ihr eigentlich, dass nobody knows, wenn man das eigentlich so vom Hören wörtlich übersetzt, niemand Nase heißt? Also ihr müsst einfach nur niemand Nase sagen, dann seid ihr cool. So, und was genau ist hier los, Freunde? Ah, warte mal, da muss ich doch safe wieder mehrere treffen, oder? Ja, da ist eins. Okay, warte mal, wir fangen mal an. Wie viele brauche ich? 4. Wow, 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 okay. 2... Shit. Ich habe keine Ahnung, wo 3 und 4 sind. Hallo? Bro, was soll das? Was soll das? Warum sehen wir hier keine weiteren Ziele? Ah! Okay,
Okay, da ist die 3. Aber ich spiele sie erst mit, wenn ich noch weiß, wo die 4 ist. Ist die vielleicht hier hinter oder so? Kann die hinter irgendwas sein? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oh, und guck mal, da ist so eine Datenkarte zum Öffnen. Ah, hier! Okay, okay. Jetzt sollten wir es schaffen. 1. 2. Hochziehen. 3. Und hier um die Ecke 4. Yeah! Genau so muss das. Zack. Dann nehmen wir den Kollegen schon mal mit. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann war doch hier direkt nochmal irgendwo einer, oder? Nee, die Datenkarte. Warte, die Datenkarte war hier. Einen Moment. Das Ding ist, dass einfach diese... dass dieser ganze Planet nicht sehr groß wirkt oder diese Widerstandsbasis. Deswegen ist es, glaube ich, recht einfach für uns, hier sozusagen alles, alles hinzubekommen. Und da ist der Küberstein drin. Ah, da müssen wir den passenden Code eingeben. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir den passenden Code her? Jemand hat bei der Behandlung dieser drei Patienten getuscht. Leider verbietet es mir eine Programmierung, die Behandlung der Patienten zu verändern. Okay. Aber woher kriege ich hier den passenden Code? Ich ziehe hier mal dran. 2. Gefahr. Bitte erneut versuchen. Okay, aber... schaut mal, Freunde. Ah, da. Da ist ein Greedo-Dude. Braucht grün. Aber hier ist gar kein Greedo-Dude noch. Okay, warte mal. Da hinten, hinter diese Bilder. Aha, Freunde. Da ist der Wookie. Und der Wookie braucht blau. In Ordnung. Dann spendieren wir dem mal die blaue Behandlung. So, du bist so eine Isla Secura-Dame. Ich weiß leider nicht, wie das Volk heißt. Die ist hier grün. Ist hier irgendwo noch ein Bild? Nee, der Typ snackt da einfach nur. Lass dir schmecken, Kollege. Hier ist aber auch kein Bild drin. Ha. Das ist jetzt ja ein bisschen kacke. Da ist noch ein Bild. Genau, der Mensch braucht gelb. Okay, vielleicht braucht aber dann diese... oh, shit, da war gelb. Aber vielleicht braucht dann diese Eyelight Secure damit das, was der Greedo da hat. Vielleicht ist es so einfach das, was weder Mensch noch Wookie ist oder so. Probieren wir es mal. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, okay, alles klar. War fast absehbar. Und mit Sicherheit ist die Isla Secura Dame falsch, oder? Ja, da ist sie. Da ist sie, aber das Bild ist nicht vollständig. Aber da liegt lila. Okay. Die Dame braucht lila. Und damit sollte es jetzt passen. So, gönn! Sehr schön. Diese Heilflüssigkeit wird in die Bacta-Tanks der Kollegen geladen. Dadurch sollten die geheilt werden. Und wir können uns jetzt unseren wohlverdienten Küberstein zusammenbauen. Bacta-Bürde! Yeah! So, aber das Problem ist, dass jetzt hier auf jeden Fall noch nicht der Ort war, wo wir die Datenkarte einsetzen müssen. Es ist trotzdem gut, dass wir hier waren. Aber eigentlich wollte ich nicht dahin. Also, so ungewollt, unverhofft oder wie auch immer man das Ganze nennt. Kommt selten allein oder irgendwie so. Ja, ich wollte einen coolen Spruch bringen, aber hab's verkackt. So. Den lassen wir gleich mitnehmen. Da oben wird auch direkt der nächste angezeigt. Voll geil, dass wir jetzt diese Ziele, die wir brauchen, mit Hilfe der Kopfgeldjäger durch Wände sehen. Also es ist wirklich strong. Also der Kopfgeldjäger an sich ist wirklich meiner Meinung nach die stärkste Charakterklasse in diesem Game. Weil er diese unfassbare Blaster hat. Er kann sich ja auch da ein paar Grappling Hook an so Ziele ranziehen. Das ist echt, der hat so viele praktische Fähigkeiten, kriegt auch Geld fürs Töten von Einheiten, das hat am Anfang extrem geholfen beim Sammeln des wahren Jedis. Also wirklich, Props, so, der Kopfgeldjäger hat was drauf. So, aber was geht denn jetzt hier ab? Dann würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes da drüben um diesen Küberstein und der ist da, der schimmelt da einfach im Nichts. Ja, das ist doch jetzt schon ein ganz klarer Fall für den Bree hier, oder? So, wir fliegen. Yeah! Eigentlich sollte man hier mit diesen Kisten das bauen, aber sehe ich so aus, als ob ich jetzt 8 Millionen Kisten sammle? Scheißdreck mache ich. Okay, aber dieser Hangar ist geschlossen. Da vorne, der Küberstein ist sozusagen auf... der ist auf dieser großen Satellitenschüssel. Da müssten wir, glaube ich, ziemlich viel klettern. Machen wir bei Gelegenheit auch noch, keine Sorge. Aber jetzt laufen wir erstmal hier rein.
Aber hier ist eine weitere Indoor-Passage. Oho. Und hier gibt es sogar eine Charaktermission. Ich habe eine Sternkarte hier in der Basis versteckt. Leider zu gut. Vergangenheits-Cadel wusste wohl, wie vergesslich Zukunfts-Cadel ist. Deshalb gibt es sogar einen Hinweis auf das Versteck. Leider verstehe ich ihn nicht. Kannst du mir helfen? Ich tue mein Bestes, junge Frau. Der Hinweis ist in diesem Datalog. Okay, wir kriegen den Hinweis in einem Datalog. Warte mal. Ja, ich markiere mir das. Diese anderen beiden Viecher kriege ich schon noch irgendwie hin. Folgst du meinem Signal, dann serviere ich den nächsten Hinweis. Okay. Das darf ich jetzt wie verstehen? Ich kann dich ja nicht hochheben oder so, ne? Und? Es hat mit einem Ort hier in der Basis. Okay, servieren heißt irgendwie in einer Art Küche oder so, ne? Also, keine Ahnung, gibt's hier irgendwo eine Kantina in dieser Basis? Wenn ja, wird das wahrscheinlich hier irgendwo sein. So, jetzt schauen wir mal. Hier kann ich aber auf jeden Fall mit Leuten reden. Da, schaut mal. Aha! Warum? Verlauf dich nicht, sonst siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, das ist, denke ich, eindeutig. Da müssen wir jetzt in den Wald steppen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, Freunde, dann klettern wir jetzt auch direkt hier hoch. Oh, und schaut mal, das ist mal so ein Vieh. Yeah. Zack, dich nehme ich mit. Und das andere Vieh ist da auch gleich um die Ecke. Sehr schön. Dann schaffen wir diese Mission sogar, ohne dass wir sie uns aktiv im Questlog markieren. I like this. Das ist sehr geil. Weil dann feuern wir den jetzt nämlich auch direkt hier noch von der Satellitenschüssel runter. Boah, ich hoffe, der fällt auf den Boden. Ne? Ich habe Angst, dass der auf der Satellitenschüssel liegt. Ja. Ich habe genau davor hatte ich Angst. Exakt da. Ich sag sogar noch, was wahrscheinlich passiert. Und ich krieg's nicht gebacken. Okay. Darum kümmern wir uns bei Gelegenheit mal. Wir schauen jetzt erstmal nach, wie wir hier passend hochkommen. Wahrscheinlich ist ja das Jetpack das Sinnvollste. Dann wechseln. Ah, nee, ich glaube, er ist runtergefallen da vorne. Freunde, ich glaube, er ist runtergefallen. Okay. Danke, Spiel, dass du nicht so ein Arsch bist. Genau, wir können nämlich einfach ein paar Jetpack hier hindüsen. So. Und dann geht's nämlich da hoch. Und da oben wird dann mit Sicherheit, ja, sogar relativ schnell, der Küberstein auf uns warten. Cool. So, und dann können wir jetzt nämlich den Kollegen da unten auch gleich einpacken, ne? Abholen lassen. Dann ist der Nebenauftrag nämlich auch schon geschafft. Es ist so geil, wenn du so mehrere Aufträge miteinander kombinieren kannst und währenddessen noch Kübersteine einsammeln kannst. Das macht einfach megamäßig Laune. Oh, wir kriegen auch... Ach nee, warte mal. Der Kübersstein, der ist da instant. So. Wir werden aber nicht direkt wieder in den Weltraum teleportiert. Da müssen wir noch selber hingehen. So, aber schaut mal, hier sind noch sehr viele Kübersteine. Das ist noch sehr unangetastetes Gebiet von unserer Seite aus. Das Problem ist nur, dass die Folge jetzt wieder bald vorbei ist. Da könnte ich wieder sauer werden. Ohne Scheiß. Und ich denke, dass ich auch hier... Warte mal. Ich hab eine Idee. Ich hab eine gute Idee. Wir werden gleich rausfinden, ob sie gut ist, aber... Ich denke schon. Es wird mal wieder Zeit für unseren Bree. Yes! Oh yeah! So einfach kann es gehen. Ist hier hinten irgendwas? Ah, da ist nur die Kiste. Nee, die brauche ich nicht. Die brauche ich aber auf gar keinen Fall. Oh, und schaut mal. Hier sind ganz viele Knöpfe unter Kraftfeldern. Wie öffnen wir das? Ah, wahrscheinlich hier, ne? Wir müssen dem folgen. Exakt. Ah, nee, warte, wir müssen da was draufstehen lassen. Ah, wir müssen das wahrscheinlich hier so im Koop immer hinbekommen. Nein, du sollst da drauf stehen bleiben. Verdammt, was machst du? Mann! Der bleibt da nicht drauf stehen. Was ist das denn wieder für ein Koop-Shit? Oh, ja, okay. Dann machen wir das halt mit einer Kiste, wenn unser Koop-Spieler sich dazu nicht entscheidet. Ey, unser Koop-Partner in diesem Game ist echt hohl, ne? Also irgendwie, ich habe das Gefühl, in den früheren Spielen hatten die mehr Intelligenz. Okay, aber mit einer Kiste geht's ja auch, ne? Wir wollen uns jetzt mal nicht zu sehr beschweren. Wir wissen uns ja zu helfen. Das Spiel lässt uns da ja diverse Freiheiten, die wir dankenswerterweise annehmen. So. Dann kommst du jetzt kurz mit.
Da ist auch ein Küberstein, aber ich glaube, der ist in dem Hangar drin. Aber mir wird auch angezeigt, dass in dem Hangar, dass ich da irgendwas hochheben kann oder mit irgendwas interagieren kann. Einen Moment, aber der ist zu. Warum ist denn der Hangar zu? Was hat es damit auf sich? Wieso darf ich da nicht rein? Hm. Eventuell gibt es einen Eingang von oben. Vielleicht kann ich da irgendwie reinhüpfen oder so. Nein, aber da ist der Hebel. Und der wird uns mit Sicherheit hier das Hangartor öffnen. Yes. So sieht's aus. Ich mache mir schon meine eigenen Regeln. Und da sehe ich, glaube ich, auch schon... Sehe ich da schon den Stein? Nee, aber da oben ist was anderes. Aber ich komme da noch nicht hoch. Ach, komm schon. Warte mal. Das kriegen wir hin. Da bin ich optimistisch. So, du kommst mal her. Legen wir dich hier hin. Exakt. Oh, what? Nein! Nein, okay, ich wollte gerade sagen unsichtbare Mauer. Aber doch nicht unsichtbare Mauer. So, und wo muss der Shit hin? Wo muss ich den Kollegen hinbringen? Wir müssen das hier irgendwie reparieren, oder? Wer braucht dieses Ersatzteil? Hallo? Hm. Okay, wir lassen es mal kurz hier liegen. Ich ziehe mal kurz das da runter. Vielleicht wird das dadurch die Quest getriggert. Das weiß ich noch nicht. Ah! Okay. Das sieht schon ein bisschen interessanter aus. Ah, hier! Kapiert. Ah, wir brauchen noch mehrere von denen. Wir brauchen hier noch mehrere von denen. Denke ich, oder? Lass mich das mal angucken. Nee, warte mal, das hat drei Düsen. Vielleicht muss das mit drei Öffnungen hier hin. Ja. Absolut richtig. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, ja. Dann sind noch zwei unbenutzt. Das ist es noch nicht ganz. Bist du sicher, dass alle Teile richtig platziert sind? Nein, das Problem ist, ich habe noch nicht mal alle Teile. Aber da ist noch eins. Das kommt hier ganz in den Anfang. Und jetzt muss ich nur noch die zwei irgendwo finden. Die wird wahrscheinlich hier drüben auf der anderen Seite irgendwo schimmeln, oder? Weil wir hier noch gar nicht waren. Komm schon. Nee. Noch nicht. Komm schon. Hier wird doch wohl noch irgendwo so ein Bauteil rumschimmeln. Ja, da. Jawollo. Und damit dürfte deine Turbine wieder laufen, Kollegin. Okay, dann wollen wir mal. Feuer frei. Der Shit läuft wieder. Ich weiß ja nicht, was das ist. Aber... Wir kriegen hoffentlich was. Es hat geklappt. Ja. Ist das ein Bohrer oder eine Turbine? Und warum explodiert das Ding? Vielleicht doch nicht das größte Genie. Ich muss wohl zurück ans Reisebett. Ärger mit dem Motor. Let's go. Freunde, das soll es aber, glaube ich, für heute gewesen sein. Auch wenn ich hier noch sehr lange weitersuchen könnte. Wir machen das einfach zusammen entspannt beim nächsten Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Dann schauen wir uns nämlich auch an, wie wir beispielsweise an diesen Küberstein hier herankommen. Denn wir müssen hier irgendwie die Tür öffnen. Aber dazu müssen wir irgendwas hier erledigen. Und da müssen wir bestimmt irgendeine Art kleines Minispiel machen. Und was auch immer hier abgeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Oder wir machen es jetzt noch ganz schnell. Watch out. Meint ihr, wir schaffen das? So, aufpassen. Wir dürfen nicht elektroschockt werden. Schnell unterwegs sein. Ich muss gleich niesen. Entschuldigung. Der Hüschnupfen. Er ist immer wieder ein Teil von uns. Danke, David, für den Gesundheitswunsch. Und da ist der letzte Küberstein. Jetzt machen wir aber wirklich Feierabend. Wir machen nicht das Phänomen jetzt letzter Küberstein, auch wenn ich es gerne mache. Tschüss! Vielen lieben Dank an Shorty und Sarah und Kimora für euren dicken Support per Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen lieben Dank.